Hey, ho und willkommen zurück hier bei Mass Effect 2, wieder mit mir dem Punkt. Hahaha, wir sind immer noch auf der Spur von der verräterischen Spectra-Einheit, die einfach mal hier meinte, sie müsste dieses Wohnhaus abstürzen, während wir sie gerammt haben. Also wirklich, ne? Also, boah, das kann man ja nicht ahnen, dass wenn man jemanden rammt, das dann irgendwie abstürzt oder so, aber nee. Nee. Einfach, nee. Nee. Na gut, wir werden sie auf jeden Fall auch noch zur Strecke bringen. Sie war ziemlich angeschlagen, als er sie an abgestürzten Wrackauto-Dingens-Teil-Gedöns ausgestiegen ist. Hat hier ein paar Mechs getötet. Die Anwohner leben hoffentlich noch, weil sonst gibt es Probleme mit uns. Ne? Dann Vasirs Steuereinheit öffnen. Blutspuren! Kleine Anspielung auf Metal Gear Solid. Hä? Fußspuren und dann dieses Ausrufe-Sound. Dieses Pling. Finde ich total geil. Ja, ich war gerade irgendwas mit schlüpfriges wichtig. Oh. Oh. Was für ein Hotel ist das? Also, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari. Und hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Oh. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Oh, so ist das also. Ja, und dass sie das dann einfach so hier öffentlich so benennen können, das ist so, Azur. Ich hätte wirklich doch mal die genaue Übersetzung wissen wollen. Können wir hier durchs Glas mal. Das muss man ihr lassen. Dann können wir mal die Ausrüstung wechseln. Wir haben leider nicht 100 Schuss für unseren Nuke Launcher. Leider. Vielleicht finden wir dann aber noch ein bisschen was und dann würde ich auch den erstmal für den Kampf benutzen. Aber sie ist wirklich zäh. Das kann ich wirklich sagen. Sie ist auch ein Spectre, ne? Also gegen Spectre soll man es ja auch nicht zu leicht haben. Ich hätte immer die Elite-Einheiten vom Rad. So, hier liegt nichts weiter rum, keine Upgrades. Munition haben wir voll. Privates Datenpad. 2500 Credits. Azur. Oh ja, ich find's geil. Slang-Ausdruck für ein bestimmtes Asari-Körperteil im unteren Bereich. Aha. Danke für die Aufklärung, ganz Liara. Blutspuren. Ich glaube, das hat sie ziemlich hart getroffen. Vasir, es ist vorbei. Platsch, platsch, platsch. Also, sieht wirklich so aus, als würden sie im Moment zusammenbrechen. Jetzt laufen sie erst weg. Sie hat es nicht gesagt. Wir holen sie unverletzt hier raus, Mariana. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte. Ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narren für das ganze Leben. Was für eine Schlampe. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Nein. Ist das alles? Was? Vasir, ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie belöffen. Jetzt, Liara. Klatsch, Tisch ins Gesicht. Und ab ins Wasser. Ja, ja, ja. Auf einmal ist sie wieder topfit. Kein Blut mehr, gar nichts. Genau. Hey, 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 was soll ich nur mit diesem Mädel hier machen? Selbst unser Scharfschützengewehr macht so wirklich viel Schaden, ne? Also.
So, meine Taktik war es eigentlich immer, hier oben zu stehen. Möglichst, wo man auch mal Munition gefunden hat. Wo ist sie denn hin? Ab und zu geht sie dann auch mal hier hin. Da hinten zum Beispiel. Aber das sollte doch in Ordnung gehen. Und es werden noch ein paar Minions kommen. Und sie haben natürlich auch dieses Gewehr, was uns immer ca. ein Drittel von unserem Schild klaut, wenn sie auf uns schießt. Es ist wirklich ein sehr fairer Kampf und der macht wirklich sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr versteht und meine richtige wahre Aussage in diesem Satz eben gerade. Macht keinen Spaß. So, im Prinzip müssen wir nur erstmal ihren Angriffen ausweichen am Anfang. Und der Kampf wird auch ein bisschen dauern. Der ist nur nicht eben so in 5 Minuten erledigt. Eben gerade weil sie so viel Schaden nimmt. Nachladen. Puh. So, ich brauche... Machen wir es mal so. Wir machen jetzt mal mit Kryo-Munition, um mal die Barrieren ein bisschen kaputt zu hauen. Zack. Singularität. Ne, machen wir jetzt mal Warp drauf und Schattenschlag. Hätte ich eben gerade auch eigentlich schon mal machen können. Zack. Hier gibt es leider keine Munition für unseren schweren Energiewerfer anscheinend. Sonst hätte ich den jetzt erstmal auf sie draufgeschossen, weil wir können sie damit nicht töten. Aber es macht gut Schaden. Also hätte es auf jeden Fall schon mal die Hälfte ihrer Schilde und Panzerung verloren. Nicht Barriere, sondern Barriere und Panzerung, nicht Schilde und... Doch, Schilde und Barriere. So, Panzerung nicht. Die wird dann kein bisschen angekratzt. So, wir müssen jetzt erstmal die ganzen Minions kalt machen. Weil sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Oh, ich schieße daneben, während er eigentlich total gestunt da rumsteht. So, jetzt aber nicht. Jetzt nicht mehr. Da ist noch ein Gegner. Ah, ich bin wirklich ein guter Schütze, ne? Also ich schieße wirklich fast nie daneben. So gut wie nie. Er hat doch eben gerade nachgeladen. Warum wird er denn nochmal nach? Ach, ich hasse das. Meine Güte, das ist so schlimm in dem Spiel. Das regt mich jedes Mal auf, wenn ich das Spiel spiele. Das ist einfach so, du hast dich nachgeladen. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich nicht. Nein. Nein. Wo ist sie denn? Ich sehe sie gerade nicht. Hier ist Liara. Ah, meine Nase juckt. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Verdammt. Hallo? Ist sie das? Ja, das ist sie. Steht da so still rum, als wäre nichts. Wenigstens lädt sie ihre Barrieren nicht auf. Warp und Schattenschlag. Ich komme nicht, Junge. Keine Sorge. Aber du. Derjenige, der sich an Unschuldigen vergreift. Sie hat Schutzschild verwendet. Ha. Ist ja nicht mal ein Mensch. Menschen würden sowas tun, das ist klar. Sie leuchtet so. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Autsch. Ja, das war kein gutes Zeichen. In der Tat. In der Tat. Das tut sehr weh. Wo ist sie denn hin? Au. Au. Zack, ihre Barriere ist fast weg. Sehr gut. Da ist sie jetzt. So, jetzt hauen wir mal Brandmunition raus. Vielleicht fackeln wir sie mal ein bisschen ab. Okay, nein, sie ist noch umgesprungen. Panzerbrechende Muni nehmen wir jetzt. So. Zack. Pfiu, pfiu, pfiu. Die Raketen, die kreiseln so lustig, ne? Die haben so einen richtig schönen Drall. Aber nicht so einen normalen Drall, sondern so einen Helix-Drall. Du, Feinde. Feinde. Könnte ich ihn da treffen, wenn ich ihn da oben am Horn treffe?
dachte, könnte ich ihn treffen, wenn ich ihn da oben am Horn treffe. Das Deutsch, das Grammar. Erklärung mit einer Selbsterklärung. Ne? Eine Grenze ist etwas, was einen etwas abgrenzt. Beste Erklärung ever. Kleiner Insider aus. Ne? Naja. Aus dem Deutschunterricht wollte ich sagen. Ich war gerade abgelenkt, weil auch immer die Maus wieder so extrem empfindlich reagiert hat. Entschuldigung. Ich erledige sie selbst. Ja, warum schickst du dann deine Minions runter, wenn du uns, wenn du uns erledigen willst? Ich weiche einfach deinen Angriffen aus. Ha. Was hältst du davon? Nein, böse. Ganz böse. Ganz, ganz, ganz böse. Ah, dass einem manchmal diese Dinge aus der Deckung rausprellen, ne? Diese Biotik-Attacken. Das ist richtig mies. Da soll es irgendwo sein. Da ist sie. Haut raus da! Lass krachen! Mach ich doch. Jetzt... Sei doch nicht so ungeduldig. Huch. Ist es auf einmal da? Am Ende ist ihre Panzerung schon fast weg. Jetzt ist sie wieder da. Boah, das ist ja eine richtige Springerin hier, ey. Oh, nochmal Warp und Schattenschlag drauf da. Habe ich Schilde verloren. Zack. Jetzt haben wir sie schon. Jetzt haben wir ja schon die Panzerung down gezirkt. Sie uns. Oh wow, die stand direkt gerade neben mir. Ein Glück, dass sie nicht stehen geblieben ist. Sie hätte mich gerade wunderbar fertig machen können. Na los, ein letztes Mal geht da noch. Catch me if you can. Zack. Und wir haben es geschafft. Und es hat auch nur knapp 10 Minuten gedauert oder so. Goddammit. Gib mir die Daten. Danke. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot. Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Das glaube ich nicht. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Ja, haben Sie. Als Unschuldige getötet. Ich habe all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Genauso viele Leben getötet. Wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Richtig. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ja, aber ich gehöre nicht zu Cerberus. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Ich gehöre nicht zu Cerberus. Todeslager entführen. Admirale der Allianz töten, weil sie Fragen stellen. Und Sie gehören zu ihnen. Nein, tue ich nicht. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Ich verurteile dich. Es nicht. Ich verurteile dich. Das ging schnell. Eben gerade hat sie noch mit so einer kräftigen Stimme gesprochen und dann auf einmal weggeknickt. Was hier ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Mass Effect Soundtrack im Hintergrund. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir holen Farron lebend daraus, Liara. Versprochen. Ich weiß, Sie sind hier, um zu helfen. Wie immer. Und das werde ich auch immer. Nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben Sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Ich erinnere mich. Tun Sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf Ihre Hilfe. Dafür sind Freunde da, Liara. Liara. Dreh dir mir nicht den Rücken zu. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken.
die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es... Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vassir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vassir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vassirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und ganz einfach, Leben, genau. Uns aufhalten will. Ganz einfach, ja, natürlich. Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Beziehung? Da war doch mal was. Über uns. Shepard, ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind. Besorgt, dass es Terminals geben könnte, die ich hacken muss? Das ist nicht fair. Sie waren tot. Ich bin wieder da. Ja, Sie sind wieder da. Und jetzt wollen Sie Tali unbedingt unter den Helm gehen. Hören Sie, Shepard, ich bin doch eine Informationsmaklerin. Ich erfahre Dinge. Ich wollte nicht. Können wir uns jetzt auf Farrens Rettung konzentrieren? Na schön. Ja, so ist das nun mal. Das, dieser Ladebildschirm, ja, den bist du eigentlich, warum sehen wir den jetzt schon eigentlich? Das ist nicht gewollt, glaube ich. Na gut, dann fängt ja die Mission jetzt schon an, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war's, ja, mit Mass Effect 2 erstmal. Danke fürs Einschalten, tschüssi.